Ja, folgendes Problem. Jetzt kann ich auch mein zweites Schiff nicht claimen. Also zuerst die letzten Tage war sie die Freelancer und jetzt ist es auch die Kathi, die ich nicht mehr claimen kann. Ich habe da auch schon bei Reddit und so gelesen, dass das derzeit irgendwie ein Problem ist. Einige sagen, ein Charakter-Reset ist das Einzige, was hilft. Und bei manchen hilft er auch nicht. Ich habe mal das Standardprozedere durchgezogen und den User-Ordner gelöscht. Deswegen werde ich jetzt hier unten erstmal zugequatscht mit den ganzen Tipps, die man so am Anfang immer bekommt. Ja, User-Ordner löschen hat auch nichts gebracht. Jetzt habe ich nämlich das Problem, ich habe eine Prospektor voll mit Gerümpel, weil ich habe jetzt nichts wirklich Wertvolles da. Ich wollte es einfach nur mal testen, ob ich vielleicht das Gerümpel von der Prospektor auch hier verkaufen kann. Geht aber nicht. Weil es halt Rohmaterialien sind und die müssen ja erst noch raffiniert werden oder in Kisten gepackt werden. Und das heißt, ich muss also zurück zu einer Mining-Station und dann irgendwie dort raffinieren. Und dann kann ich das aber nicht wieder in die Prospektor packen, da brauche ich ein Schiff, wie zum Beispiel die Freelancer oder die Kathi. Schnell! War ja klar. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wenn man sich ein Schiff mietet, gibt es solche Problemchen nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich mehr ein Schiff mieten. Hier. Dass ich dann hoffentlich dann auf der Station claimen kann. Dann fliege ich zurück. Hole hier die Cutlass. Fliege mit der Cutlass zu der Raffineriestation. Und pack das Zeug dort rein und fertig. Also, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier mir zurecht Gaspar. Was war das jetzt gerade? Da stand irgendwas mit Sentinel. So. Ich habe jetzt also drei Schiffe hier. Das hier lässt sich nicht claimen. Das ist ja explodiert, als ich einen Rock reinfahren wollte. Komplett broken. Ja, wie kriege ich jetzt die Cutlass Black zur Raffinerie? Ja, am besten ich fliege mit der Prospektor zur Raffinerie, pack das Gelumpe dort ab, fliege mit der Prospektor wieder zurück und hole sie dann, die Kathi, und fliege dann mit der Kathi wieder zurück. Sei Käse, hä? Ah ja, was will ich machen? Nützt ja nicht. Ich habe schon versucht, wie gesagt, die Prospektor, das Gedöns hier zu verkaufen, geht nicht. Wenn ich jetzt allerdings mal was teste, wenn ich die Harbinger, wenn ich das jetzt hier rufe, das Schiff, ohne das jetzt auf dem Hangar zu holen, also abzuholen, ob das dann gefixt ist? So nach dem Motto, warum, wenn ich das nicht einstore, sondern der Computer, vielleicht klappt das dann. Kannst mal probieren. Ich hole erstmal die Prospektor. Hangar 9. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ich will das jetzt testen. Und die Kathi hole ich jetzt auch. Hangar 9? Ja, das wäre nicht so gut. Ah ja. Hä? Das wäre wirklich nicht so gut. Nee, das ist scheiße. Ja, kann ich ja nicht zwei Schiffe holen? Was für ein Käse. Man gönnt mir nur einen Hangar, wa? Ja gut, dann fällt das flach. Ich kann natürlich jetzt erwarten, bis das wieder einstort. Ja, da brauche ich eigentlich auch kein Schiff zu mieten, ist ja Käse. Obwohl, wenn ich das Schiff miete, kann ich von dort aus, da kann ich die Prospektor da stehen lassen. Muss ich nicht immer hin und her mit der Prospektor, die hat sowieso nicht so viel Sprit. Ja, komm, die Titan für 15.000.
Ich will damit ja bloß hin und zurück. Bin ich mal gespannt, ob ich die claimen kann. So. Titans finde ich eigentlich auch ein schönes Schiff. Die wollte ich ja ganz am Anfang, wo ich mir das Spiel zugelegt habe, haben. Aber da hatten sie nur einen Mustang gehabt und die Aurora. Dadurch, dass ich die jetzt nicht geclaimt habe, müsste die ja eigentlich noch ihren Stuff an Bord haben. Da werde ich gleich mal gucken. Das wäre natürlich blöde, wenn nicht, ne? Ich bin gestern ja auf Aberty, die Ariel unterwegs gewesen. Mal geguckt hier, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Aber ne, die Ausbeute war sehr mau. Hat sich nicht gelohnt. Ja. Treibstoff muss natürlich voll sein, sonst kommen wir nicht an. Treibstoff ist voll. So, warte mal. Cargo ist voll. Wir haben Diamant, Gold, ja, Haufen Inert und Corundum. Das wollte ich verhökern, aber ich muss es halt erst entweder direkt an der Raffinerie verkaufen oder halt raffinieren. Und ich würde es halt gerne raffinieren. Schon allein um diesen zusätzlichen scheiß Arbeitsaufwand hier ein bisschen zu kompensieren. Das geht überhaupt nicht. Load 4 Missiles. Ach ja, Missiles kann man ja derzeit auch nicht aufladen, aber ich habe mal eins gemerkt. Der hat die ganze Zeit die Raketen, wo ich dann immer auf Restock gedrückt habe, hat er die ganze Zeit die Raketen aufgeladen, aber halt nicht eingebaut. Das heißt, ich habe jetzt über 100 Raketen von Arister 3 und hast du nicht gesehen. Die sind aber alle im Schiffsmenü. Ja, also auf dem Ding hier. Cutlass Black. Und da habe ich dann hier einfach hier 84 Arista 3 habe ich jetzt, weil die anderen habe ich allein gebaut. Die habe ich alles per Hand eingebaut jetzt, ne? Weil der Computer das derzeit nicht geschissen kriegt. Ja, jetzt bin ich wieder schön voll bewaffnet. Ich hatte da Waffen noch mit an Bord, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie überhaupt noch habe. Oh, gut. Was jetzt natürlich nicht passieren darf, ist das, wie im letzten Video, dass da ja so eine Weichkartoffel kommt. So hieß der Typ nämlich, der an mich reingerasselt ist. Hab danach nochmal geguckt im Chat, irgendeiner, der hat das die ganze Zeit mit anderen auch gemacht. Und irgendeiner hat dann 150.000 Belohnung auf den ausgesetzt, damit die den platt machen. Der hatte schon Crimestead 4 und alles, also da musste bestimmt 20 Stunden absitzen oder sowas. Und das Gute ist, meistens funktionieren die Computer nicht im Knast. Also du kannst ja da unter anderem auch an den Computern da, da kannst du Computer reparieren und kannst deine Zeit drastisch verkürzen. Funktionieren meistens nicht. Oder die Aufträge sind dann schon weg. Und das Mining funktioniert derzeit sowieso nicht so richtig irgendwie. Beziehungsweise irgendwie die Rucksäcke funktionieren da manchmal nicht. Das heißt, du kannst zwar abminern im Knast, aber du kannst das nicht einstecken, die Steine. Das klang aber sehr merkwürdig jetzt, ja? Irgendwie spinnt hier was rum gerade. Mal wieder. Aber ich hab's eigentlich immer eilig. Ja, ich fühle mich halt auch von diesem Spiel immer so gehetzt, ne? Ja, du musst schnell dahin, du musst das schnell machen, du musst immer schön in Bewegung bleiben, ne? Sonst wirst du aus dem Spiel rausgekickt. Oder dein Schiff despawnt und hast du nicht gesehen. So dieses Gemütliche fehlt mir halt, ne? Ich meine, na gut, wenn sowieso bloß maximal 50 Leute auf die Server draufkommen, kann es doch eigentlich Pups sein, ne? Da muss man ja jetzt nicht immer gleich die Leute dann rauskicken, wenn sie sich mal 5 Minuten nicht bewegen, wenn sie sich mal einen Kaffee holen gehen oder sowas. Manche müssen auch zwischendurch mal was essen. Soll vorkommen. So, jetzt bin ich gespannt.
die Titan. Jetzt versuche ich, die Titan herzuholen. Ha, das geht. Also die gemieteten Schiffe, das geht. Mal sehen, ob ich die Harpy holen kann. Weil wenn, dann hole ich die jetzt gleich alle her. Geht auch. Und die Kathi, die wollte ja nicht mehr. Your claim currently cannot be processed. Please try again later. Genauso wenig wie die Freelancer Max hier. Die hat auch keinen Bock. Ich finde das schon erstaunlich, dass es ausgerechnet Handelsschiffe sind, ne? Also Schiffe, mit denen man handeln kann. Die Kathi ist ja so ein Mischmasch. Kampfschiff, Handelsschiff. Ja, dumm. Ausgerechnet die Handelsschiffe. Und das ist ja genau das, was mich ankotzt. Wenn ich mir jetzt so eine Cutlass hier leihe, habe ich zwar eine, von der ich hier aus losfliegen kann mit meinem gemeinerten Köhler-Gedöns. Aber die Kosten, also da mache ich ja keinen Gewinn. Was wäre ich dann für ein Unternehmen, wenn ich keinen Gewinn mache? Da wäre ich ja blöd. Und vor allen Dingen, wenn es nicht, es ist zwar anstrengender und nerviger, diesen Workaround hier zu machen. Was heißt Workaround? Ist ja eigentlich auch keiner richtiger. Aber ansonsten macht es ja gar keinen Sinn. Ich meine, der Handel macht ja hier so schon kaum Sinn. Du machst ja nicht wirklich viel Fett. Hier geht es ja nur um die Masse, ne? Wenn du jetzt hier die Bude voll mit Schrott sammelst, da kriegst du ja auch nicht wirklich viel. Je größer dein Schiff, desto größer gewinnst du natürlich. Aber mit dem größeren Schiff hast du ja auch höhere Kosten. Treibstoff und sowas, ne? Und wenn du einmal mit der Nase an irgendwie ein Landepad stupst, musst du gleich erstmal 30.000, 40.000 für die Reparatur bezahlen. Na klar, machst du mehr Geld, ne? Aber man geht, hier, guck mal, jetzt kann ich es direkt verkaufen für, wow, 8.700. Da kriege ich ja noch nicht mehr, das Geld rein für mein geliehenes Schiff. Obwohl, ich könnte es jetzt hier wirklich verhökern, dann ist dieses Theater vorbei hier. Was soll denn das? Das extra jetzt noch zu raffinieren? Da werde ich halt jetzt mit der Titan rumdüsen. Mal gucken, hier gibt es ja bestimmt keine guten Aufträge. Ja, wie gesagt, das war so ein Testballon, was ich da abgemeinert habe. Echt, das ist 8.000 nur für diese Diamanten und den ganzen Kram? Tja, wie verdiene ich jetzt Geld? Das ist die Frage, ne? Was haben wir denn für Waffen? Also gesagt, für Muni, das ist ja wichtiger. Ich habe die P8SC. Also das mit den Schiffen claimen, das ist derzeit eine absolute Katastrophe. Und ausgerechnet die Handelsschiffe. Was für ein Zufall. Aber mir ist bis jetzt kein Patch bekannt, wo nicht irgendwas mit den Schiffen war, ne? Entweder die explodieren, wenn du aus dem Quantendrive rauskommst. Oder sowas hier. Oder die explodieren, wenn du das Schiff verlässt. Oder die Fahrstühle im Schiff mucken rum. Oder man verreckt instant, wenn man dort ohne Helm rumläuft. Oder man verreckt so instant. Sobald man das Schiff betritt oder an irgendwie so eine komische Corner of Death reinlatscht. Oder man stirbt, wenn man ein Turret betritt. Wie gesagt, es gibt immer irgendwas, was an den Schiffen komisch ist. Mal gucken, was jetzt mit der Titan passiert. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass derzeit ja ein Problem damit ist, dass die Schiffe explodieren, wenn man sie verlässt. Ich bin gespannt. Die hat so was, ein bisschen was von einem Space Shuttle, ne? Auch oben diese
Hülle ist weißer. Sieht auch so ein bisschen aus wie so aus Space Shuttle Teilen. Ich bin gern ab und zu mal mit da unterwegs. Weiß ich nicht, was hat sie denn überhaupt? Ah, Ejection. Ja, mit den Knöppeln, das ist immer... Wie machst du die Karre an? Moment. So. Okay, so wie es aussieht, haben wir einmal Buletten und einmal Mumpeln. Und das hier für ein Dude. Dauert ewig, das Ding scannt hier. Ah, ne, nein, die Jump. Sieht man auch nicht jeden Tag. Dafür, dass das so ein Riesenklotz ist, ist die ganz schön fix, ne? So. Da ich ja sowieso nach Hörsten wieder muss, um die Kathi zu holen, die lasse ich dann nämlich auf der Bergbaustation. Fliege ich jetzt einfach mal dorthin. Mal gucken, dort haben sie bestimmt auch ein paar winzige Kopfgeldjäger-Aufträge, damit ich wenigstens die Kosten jetzt wieder reinkriege. So, da sind wir schon. Also ich, normalerweise fliege ich auch bei anderen Spielen, bei X4 zum Beispiel, fliege ich generell keine S-Klasse Schiffe, wie hier. Ist nicht so mein Ding. Obwohl, es gibt schon ein, zwei Schiffe hier, die mir richtig gut gefallen. Zum Beispiel die Titan. Schönes Schiff. Schon von der Konzeption her ist es ein tolles Gerät. Aber kampfmäßig habe ich sie bis jetzt so gut wie nie geflogen. Mit der Aurora bin ich am Anfang viele Kampfeinsätze geflogen. Möchte man gar nicht meinen, aber das Ding kann. Macht schon Spaß. Ne? Aber... Das war noch bevor sie diese ganzen Reputationsgeschichten und diese 30.000er Missionen hatten. Da waren das noch ganz simple Missionen eigentlich. So. Jetzt mal weg vom Sprungpunkt. Nicht, dass ihr wieder hier durch den D-Sync da wieder irgendwelche Schiffe in einen reinkrachen. Oder durch irgendwie solche lahmen Potatoes. Was haben wir denn? Ja, wo ist denn das? Small. 7500. Mich hat letztens jemand gefragt, ob man jedes Mal diese Sprungpunkte anspringen muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Nein, man kann theoretischerweise auch so rumfliegen, um sein Ziel zu erreichen. Dauert halt nur länger. Aber man kann es machen. Es gibt da hier zum Beispiel Paketmissionen, wo man den Quantentravel nicht benutzen darf. Was ist jetzt Phase? Was war das jetzt? Warum hat das sich jetzt nochmal um sich selber gedreht? Ich hab gar nichts gemacht. Jedes Schiff hat seine Macke. Oh, jetzt komme ich mit der Prospektor und da wird abgemeinert. Haben wir überhaupt Raketen? Oh, wir haben 4 Ignite-Raketen. Okay. Also es ist bestimmt schon über ein Jahr, dass ich mal eine so ein Avenger-Gedöns geflogen bin. Mal die DPI-Zahl erhöhen. Ah, das geht noch ein bisschen. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Was ja auch später noch mit dazukommen soll,
Das sind verschiedene Druckverhältnisse. Man kann ja zum Beispiel in den Schiffen, in den größeren, den Druck ablassen oder den Sauerstoff ablassen oder die künstliche Schwerkraft aufheben. Und die Planeten, auf denen man ist, die kann man, da muss man dann auch später aufpassen, da kann man nicht mehr so wild rumfliegen, weil dann das Schiff Schaden nehmen kann. Ne? Wie zum Beispiel, wenn man versucht, nach Orison reinzufliegen. Guck mal, der hat mich noch gar nicht entdeckt. Ja, wenn du durch Orison fliegen willst, durch den Gasriesen, dann platzt du irgendwann durch den Druck. Genau das soll dann eben auch bei den Planeten sein. Nicht so krass natürlich, aber dass die Schiffe halt beschädigt werden, wenn du da halt mit dem großen, fetten Schiff da zu wild durch die Gegend eierst. Ich brauche mindestens 10 Kilometer Reichweite, die haben wir jetzt gleich erreicht. Eine Cutlass Black. Ja, bloß gut, dass ich jetzt aber... Jetzt hat er mich erwischt. Was war das jetzt? Wir haben es nie erfahren. noch einer. Nicht gut. Ja, geht hier. Okay, der hat nicht eingeschlagen. What? Ich denke, das ist ein kleiner Auftrag. Von welchen? Mir wird er viel zu eng hier. Die ist lebensmüde, hä? Das sieht aus, als ob ich mich nicht bewege, ne? Aber ich bewege mich schon. Ja, das war's schon wieder mit der Mann, mit der Muni. Viel zerstört. Weg hier. Schilde runter, Rakete kommt. Nicht gut. Ja, raus aus diesem. What? Raketen. Schlecht, ne? Einen haben wir noch. Ja, was? Eh nicht. Shit. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich ungern mit solchen Schiffen unterwegs bin. Er hat mich jetzt mit irgendeiner Rakete getroffen, die so ein EMP-Gedöns bei sich hat. Diese elektromagnetischen Raketen sind das. Und da bist du platt. Jetzt wäre es übel, wenn ich jetzt hier kein Schiff claimen könnte. So, wo sind wir? Was war das jetzt hier? Port Tressler? Ich wüsste gern. Ne, Akel 1. Ja, warum stand der Port Tressler? Ja. Achso, ich brauche einen Schlüpper. Also, Undersuit. Den weißen gibt es immer kostenlos.
Meine schönen Waffen. Ja, mit den Raketen muss man bei solchen kleinen Schiffen natürlich extrem aufpassen. Das geht sehr schnell. Guck, ein fleißiger Miner-Sammler. Moin, moin. Die ist immer noch auf Lorbel. Das Beste ist natürlich immer, wenn ich hier an... Fuck you. Wenn ich hier an dieser Station halt generell mein Schiff habe. Mit dem ich dann mein gemeinertes Gedöns auch wegschaffen kann. Es nützt mir auf Hörsten nix. Und am besten auch die Prospektor immer hier lassen. So. Ja, aber die Zeit macht schon Spaß. Natürlich war das jetzt... Es war natürlich jetzt blöd gewesen, dass ich mich jetzt noch mit den anderen angelegt habe. Ich hätte einfach das Geld nehmen und abhauen können, aber nee. Da kam der kleine Han Solo in mir durch. Und das war natürlich ein Büschesidee. Toll. Aber naja, was soll's. Das gehört eben auch dazu, ne? Müssten wir doch eigentlich schon wieder können, hä? Ich brapple und brapple. Der Harbinger könnte ich auch fliegen, aber... Die hat derzeit das Problem, in 4 von 5 Fällen, wenn ich aussteige, dann aus dem Schiff, explodiert die Scheiße. Also derzeit auch keine Option. Ja, ich denke mal, mit so einem kleinen Schiff wie der Titan, das ist auch eine Übungsgeschichte, ne? Weil da alles halt ein bisschen schneller geht, ne? Weil wenn ich jetzt hier mit der Harbinger oder so unterwegs bin, oder mit der Freelancer oder sowas, wenn da eine Rakete auf mich zukommt, kann ich relativ entspannt noch die Gegenmaßnahmen rausrotzen. Aber hier musst du das richtig schnell machen, ne? Und das die helfen auch nicht immer. Aber wenigstens kann ich das gemietete Schiff claimen. Das ist schon mal gut. Obwohl, das ist ja jetzt eine neue Version davon. Ich glaube, dass ich die Schiffe nicht claimen kann, liegt vielleicht auch daran, ne, Osterfeiertag und so, haben vielleicht die Schiffe bloß versteckt. Also wenn das jetzt hier mein Schiff wäre, ich würde es natürlich sowieso noch aufrüsten, ne? Keine Frage. Bessere Schilde, andere Waffen, diese ballistischen Waffen. Das ist absolut nicht mein Ding. Das ist einfach viel zu wenig Schüsse, die du da hast. Gerade bei solchen Kämpfen gegen mehrere. Das müssen die unbedingt nochmal rebalancen. Das ist zu wenig. Aber ich finde das schon ein bisschen fies, ne? Weil wenn ich solche elektromagnetischen Raketen abschieße, passiert das nie, dass ich den Gegner außer Gefecht setze. Der macht einfach weiter, das interessiert den nicht. Da fallen weder durch einen Raketeneinschlag dann immer komplett alle Schilde aus und die Motoren gehen auch nicht aus, die machen dann einfach weiter, ne? Das ist halt nur so eine einseitige Geschichte. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach weiterballere dann. Ach gut, das machen die ja auch, ne? Ich konnte jetzt absolut nichts mehr machen, ne? Da hat das komplette Schiff abgeschaltet, die Rakete. Aber natürlich kriegst du mit solchen Raketen auch größere Schiffe kaputt dann am Ende, ne? Wenn die sich da nicht wehren können. Ich find's halt blöd, dass die Gatlings halt viel zu wenig Munition haben, ne? Ich meine, hier habe ich ja zum Glück noch die 2 Badger-Laser, aber da musst du ja ewig draufballern. Ich weiß gar nicht, was das für Schiffe waren, die mich da angegriffen haben. Sah aus wie Auroras. So, also die Kosten für die Avenger, die Mietkosten, die sind auf jeden Fall jetzt schon drin. Wir haben rund 9000 durch den Verkauf von dem Mining-Gedöns gemacht. Plus diese 7500 kurz vor meinem Ableben, die sind auch noch auf mein Konto gewandert von meinem Klon. Das ist jetzt ja der neue Klon, Klon Ferdinand. Und das heißt, die Kohle ist jetzt erstmal drin. Aber was ich jetzt natürlich noch testen will, ist, ob die Raketen, die ich jetzt manuell bestückt habe auf der Cutty, ob die auch funktionieren. Ja.
Diese komischen Geschütztürme, die siehst du immer erst kurz vor knapp hier, ne? Irgendwann rassel ich da mal volle Esse rein. Irgendwann passiert das. Ist mir noch nie passiert, aber irgendwann ist der Tag auch gekommen. Vielleicht liegt das mit dem Claim auch daran, an den Hörsten-Hangars, ne? Es gibt ja hier, glaube ich, auf Microtech derzeit auch einen Hangar oder zwei Hangars, 20 oder 10 oder irgendwie sowas, wo du instant verreckst, wenn du da zu dem Hangar willst. Ja? Ich weiß nicht, welche Nummer das war, aber irgendwie scheint das so zu sein, dass du da derzeit verreckst, wenn du da diesen Hangar erwischst und dorthin willst. Und vielleicht ist es bei Hörsten, bei den Hangars eben so, dass du dann die Schiffe nicht mehr claimen kannst, weil bis jetzt war ich die letzte Zeit immer nur zwischen Hörsten und Ark L1 unterwegs, ne? Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, aber die, ja, kein Plan, also ist jetzt nur eine Mutmaßung. Wie gesagt, gemietete Schiffe, die scheinen irgendwie von solchen Fehlern immer ausgenommen zu sein, ne? So, danke für die... Danke für den Ride. So, jetzt... Mal gucken, wenn ich jetzt die... Ist ja mit Rampe. Okay, nicht explodiert. Klatsch ich auch nicht in die Hände, sondern die packe ich jetzt ein. Okay, bei der Wenger, die habe ich ja hier auch gehabt und die habe ich da dann auf der Station da geclaimt. Da hat es auch geklappt. Also vielleicht nicht. Ich habe keinen Plan, ey. Aber wahrscheinlich genau dieselben Fragen stellen sich jetzt wahrscheinlich die Typen von CIG, ne, die ganze Zeit. Woran liegt das? Da müssen sie wieder Programmzeile für Programmzeile durchgehen. Ja, durch meinen letzten Kampf mit der Kadi wurde das Schiff ja ziemlich schwer beschädigt, weil mich da irgend so ein NPC da weggeschubst hat. Und das Triebwerk ist zwar repariert, aber man sieht es halt noch nicht. Dazu müsste ich das Schiff claimen. Dann ist das wieder repariert, dann, also auch optisch. Es ist schon repariert, man sieht es halt bloß nicht richtig. Und das Dumme ist ja, ich kann es ja nicht claimen. Immer ist irgendwas. Aber... Die Raketen funktionieren. Ich habe eine Tempest, Demeter, Dementor, Thunderbolt, Chaos. Zwei Arrestor nur. Viper. Ja, ich habe. Das ist Infrarot, Demeter. Das ist so ein elektromagnetisches Gedöns. Da guck ich jetzt mal. Oh, für 25.000. Jetzt habe ich keine Waffen mit für so einen Keks. Ich weiß nicht, die 316.1 ist doch aber schon eine ganze Weile draußen, ne? Aber jetzt erst kommt das mit diesem Claim-Scheiß. Du hast aber immer solche Sachen, sobald das PTU offen ist, dass sich das auch irgendwie hier im PU irgendwie auswirkt. Wenn da irgendwie... Ich weiß nicht, also solange... Das PTU nicht offen ist, läuft die Version, wie sie läuft. Also sobald das offen ist, kommen da irgendwie immer neue Bugs rein. Im PU. Weil vorher wochenlang die 316 hat funktioniert. Schiffe konnte man claimen, alles mögliche, kein Problem. Und jetzt, seitdem das PTU offen ist, häufen sich diese Fehler en masse. Hier ist der Arschhead. Linus Arschhead. Mir fehlen Waffen. Hier fehlen Waffen. Ich habe nur zweimal die Attrition drauf. Das ist auch wieder so ein neuer Bug, der dazu gekommen ist. Da vergessen die manchmal hier die Waffen drauf zu basteln. Die basteln die immer ab und dann basteln sie wieder drauf. Scheiß. Der Arschkeks ist da hinter dem. Jetzt habe ich mal so einen Dementor rausgehauen, oder? Ja, Dementor war. Oh,
Dummerweise sieht man jetzt nicht, weil hier mich irgend... Ja, hier. Müsste doch eigentlich Schild und sowas runter sein, aber... Ja, ja, quatsch mich nicht zu hier. Ja, ich merke schon, hier ist auch ein Soundbug. Ja, hier, das macht irgendwie keinen Unterschied mit den Raketen. Ja, jetzt habe ich natürlich hier einen Fehler mit den Waffen. Ne? Irgendwas ist ja immer. Eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich habe auch Call to Arms, glaube ich, gar nicht an. Oh, lauter Cutties, ey. Ah, die Schilde scheinen sich bei dem nicht mehr aufzubauen, ne? Also scheint doch irgendwas gebracht zu haben. Okay. So eine Distortion-Waffe drauf oder was? Ja, nur mit den Attrition ist es natürlich ein bisschen... Kann ich dem ja die Waffen abschießen? Oh, ey, ich muss hier nicht rum. Ja, jetzt bin ich trocken. Jetzt, wo das nicht so schön mir seinen Bauch zeigt hier. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem D-Sync-Fix dann ist. In der 3.17 scheint es ja irgendwie damit noch Problemchen zu geben. Aber dadurch, dass hier auch die Gegner immer mal so rumglitschen und man sieht, dass man trifft, aber hat keine Auswirkung auf die, aufs Schiff durch die D-Syncs. Also das passiert jetzt gerade hier nicht, aber es kommt schon vor, dass das passiert. Bin mal gespannt, ob das dann gefixt ist, ne? Ja, Soundbug hier, ne? So, Objective complete. So, jetzt werde ich mal aus diesem scheiß Asteroidenfeld rausfliegen. Komm mal mit, mein Kleiner, komm mal mit. So. Mentor. Dann nehmen wir jetzt mal eine Thunderbolt. Das ist auch so elektromagnetisch, glaube ich. Jedenfalls das Logo impliziert es mir. So, jetzt sind wir in Reichweite hier. Drehen. Ja. Kommst du auf dieselbe Idee, wa? Sind wir so zu nah dran, fuck. Was ist denn hier die Mindestreichweite? Ah, gut, okay. So, mal sehen, was die jetzt für einen Schaden macht. Die Schilde werden ein bisschen runtergeranzt. Kann sich aber noch bewegen, ne? Schild baut sich wieder auf. Ja, das... Die Thunderbolt war also nicht so geil. Chaos, das ist... eine Infrarot... So wie ich das sehe. Okay, der hat schon wieder seine Schilde aufgebaut. Jetzt müsste ich ihn eigentlich kriegen hier. Das ist wieder viel zu nah dran. Tschüss. Ich muss noch ein Stückchen fliegen hier. Emma, alles gut bei dir? Ja, hast gesehen, da ist das Schild gerade hier. Obwohl der mich gar nicht beschießt. Jetzt wüsste ich gern mal, wie weit mein Ziel weg ist. Ah, da steht es ja. 2,5 Kilometer. Den vielleicht reicht es jetzt. Nee, ist wieder zu nah. Was für eine Anzeige hier.
Ja, das ist jetzt hier so Katz-und-Maus-Spielchen. Ich fände es cool, wenn da die KI auch ein bisschen besser wäre, ne? Also, dass die hier dann auch mal fliehen und sowas, ne? Dass sie dann auch mal sagen, okay, also, ne, da haben wir jetzt keine Chance, wir hauen ab, ne? So, mal gucken jetzt. Chaos. Sah jetzt ganz schön wuschig aus. Schild ist runter. Ich glaube, da kann sich nicht mehr bewegen. Ja, gut. Das war's. Ja, irgendwas an der Grafik geändert hier so? Das sah richtig übel aus gerade. Also im positiven Sinne übel, ne? Ja, diese Infrarot-Raketen, die sind wirklich rot. Das sah übel aus. So. Jetzt hätte ich aber auch noch Bock zu handeln. Ach, ich werde jetzt noch schnell was handeln gehen, damit hier noch ein bisschen Knete reinkommt. Und ich werde dann die Kiste privat ohne live, also das ist jetzt keine Kunst, die Karre dann zu Arkel 1 zu bringen, aber mal ein bisschen handeln, mal gucken. Zum Abschluss des Tages handle ich ja immer gerne. Mal sehen, was HDMS Woodroof zu bieten hat. Auf dem Landepad, den Landepads vertraue ich nicht. Ne? Da war auch mal so ein Bug, dass auf dem Landepad die Schiffe explodiert sind. Kann zwar hier auch passieren, aber... So. Ich möchte nach Möglichkeit vermeiden, die Rampe zu benutzen beim Ein- und Aussteigen. Oh, das Wetter. Mich schiebt hier der Wind durch die Gegend. Emma, machst du hier noch mit, oder? Jo, passt schon. Oh, Pipi-Zeit. Und da sind wir. Ja, was natürlich auch ärgerlich ist, ist, dass die zweite Waffengruppe fehlt hier, ne? Aber das habe ich schon das letzte Mal gemerkt. Ich muss dann immer, bevor ich starte, erstmal das Schiff reparieren, damit da die Waffen drauf bastelt hier. Also irgendwas ist hier generell Claim und hast du nicht gesehen, irgendwas stimmt hier absolut nicht. Was jetzt hier auch natürlich schon seit der 3.15 ist, wenn ich jetzt Area 18 direkt anspringe, gibt es mega Desync und mega Geruckel. Das kann man ein bisschen kompensieren, wenn man erst die Orbitalstation anspringt. Dann ist es nicht ganz so heftig. Also drehe ich jetzt erstmal eine Runde um den Planeten. Dort, wo ich landen will, auf den Planeten, ist es generell und pauschal dunkel. So, Bajini Point. Ist natürlich auch dunkel. Man ahnt nur, dass da die Station ist. Wo ist jetzt? Ja, da. So, ab hier, glaube ich, kann man relativ sicher springen. Ich gehe trotzdem runter mit dem Gas. Na dann. Die Sync Adventure. Das haben die schon seit der 3.15 irgendwie. Also seit, ja, Monaten. Jetzt geht's, wenn ich von der Station aus springe. Hätte ich jetzt direkt die Stadt angesprungen, hätte es wieder wahrscheinlich einen D-Sync gegeben. Ja, hier geht's. So. Ach man, ich will doch so einen horizontalen Einflug haben.
ich fände es besser, wenn du Fracht unterwegs, also wenn du Fracht hast, dass du da als Frachtschiff immer einen horizontalen Einflug hast, weil das weniger Risiko ist und die Fracht dann halt nicht verwackeln kann oder sowas, weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Und dass dann halt solche, was ist hier, Kampfschiffe und sowas, dass die halt immer so vertikal reinfliegen. Würde für mich jedenfalls ein bisschen mehr Sinn machen. Also Fracht an Bord, horizontal, Kampfschiffe, vertikal. Nicht so schnell immer, ja, das war mir klar, ne? Du freust dich. So, reparieren. Jetzt bin ich gespannt, ob da meine Basteln wieder drauf war. Hier. Restock 1176. Bin ich gespannt. 14 Hammer. Aber mich interessiert es jetzt mit dem Repair. Da meine Waffen wieder drauf klatscht. Ich kann mir nicht jedes Mal neue Waffen kaufen. Ne, der hat es nicht drauf gemacht, hä? Doch, jetzt hat er irgendwas. Hä? Aber wieso sind die Waffen nicht drauf? Ach, immer ist irgendwas. Ich kaufe mir doch nicht jedes Mal für 40.000 neue Waffen. Weil da irgendeiner hier was klaut. Unfassbar, ja. Lange Pfoten machen sie alle, hä? So. Ich probier's einfach jedes Mal. Sinnlos. Gut, aber die Kathi ist hier. Mit der fliege ich dann später nach Arkel 1. Da bleibt sie dann stehen. Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn dann die 317 kommt, sind sie ja dann wieder im Heimathangar alle, ne? Da hoffe ich, dass das endlich ein Ende hat mit diesem Claim-Problem. So, jetzt noch schnell gucken, was ich hier für den Bums kriege. Was hab ich gesagt? 30.000 oder 35.000? Oh. Ein bisschen Gewinn gemacht. Aber ich muss noch viel, viel mehr Geld verdienen. So. Ja. Jetzt kann ich hier bloß nochmal gucken. Wegen den Raketen. Wo ist hier empty? Hat er alles aufgeladen? Ja. Weapon. Waffen sind weg. Warum? Aber Raketen scheinen ja wirklich aufgeladen zu haben, hä? Oder ich sehe es gerade wieder nicht. Ja, rechter und linker Flügel, ne? Naja. Keine Ahnung, wo das hin verschwunden ist. Schön, dass es mir erst kurz vorm Kampf aufgefallen ist. So, also erstmal zu Sendermaß. Ja, nee, keine ballistische Waffe. Nein, nein. Panther Repeater, Size 3. Ja, ja. Die M5A-Kanone ist aber auch nicht schlecht. Würde mich jetzt auch wieder 40.000 kosten, ne? Oh ja. Also das ist heute in der Hinsicht ein Verlustgeschäft. Aber beim nächsten Mal mache ich wieder mal eine Höhlenmission. Das sind 30.000. Dann gehe ich noch ein bisschen minern, dann habe ich das drin. Bloß mit dem Minern warte ich jetzt erstmal. Weil wenn jetzt die 317 rauskommt, das kann ja jeden Tag soweit sein. Da warte ich lieber. Aber das stand auch irgendwie in den Fehlern drin, dass da irgendwie was nicht gespeichert wird bei den Einstellung der Schiffe. Egal. So. Da gibt es nicht mal was zum Hinsetzen. Wie lieblos kann man hier was einrichten? Unglaublich. Sendermass. Hauptsache hohe Preise, hä? Gut, ich habe jetzt ungefähr 15.000 Gewinn gemacht. Und 40.000 bezahlt. Wenn ich dann beim nächsten Mal noch 30.000 mache durch so eine Höhlenmission, habe ich wenigstens 15.000 Gewinn gemacht in 2 Tagen. Richtig geil.
Ah, das ist nicht meine Woche. Es ist nicht meine Woche. Andere machen Millionen in der Zeit. Aber gut, nützt ja nicht. Das ist hauptsächlich auch darauf zurückzuführen, dass ja ziemlich viele Scheiß gerade abgeht, hier so backmäßig. Da ist es halt ein bisschen schwieriger, aber man kommt zurecht. Man kann sich durchwursteln. So, in dem Sinne sage ich mal danke fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal.